Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hana Kreativ. Ich bin Tanja und ich habe noch überhaupt keine Ahnung, was du jetzt quasi schon alles gesehen hast. Denn ich war ja erst auf dem Nähwochenende in Darmstadt zusammen mit Sandron. Da haben wir unseren ersten Live-vor-Ort-Nähkurs gegeben. Das war richtig schön. Und dann war ich zu Hause, habe ein paar Dinge geregelt. Mein Mann war hier und dann bin ich auf die H&H gefahren. Also ich hatte nicht so viel mit den Aufnahmen zu tun. Es ist aber trotzdem jede Menge hier im Haus passiert. Ich habe meinen Mann darum gebeten, er soll auf jeden Fall mitfilmen. Ich bin gespannt, was ist. Ich werde dir später auch nochmal so den jetzigen Stand zeigen, denn Bad haben wir angefangen zu fließen, Flur ist viel abgekommen und heute gehen wir jetzt erstmal Böden aussuchen, beziehungsweise Küchenboden aussuchen, dealen. Wir machen ja viel mit unserem eigenen Holz aus dem Wald, unter anderem eventuell den Küchenboden, aber trotzdem wollen wir schauen, wie soll es dann geschnitten werden und so weiter und das wollen wir uns heute aussuchen. Ich habe noch mehr Termine, aber die sind alle nicht baulich relevant heute. Deswegen nehme ich dich mit und wünsche dir ganz viel Spaß in diesem neuen Bauvlog. Bevor es zum Termin geht, widme ich mich aber noch dem Zimmer. Hier hat sich nicht so viel getan. Es fehlen noch die Heizungsrohre. Ich habe jetzt noch eine Dreiviertelstunde Zeit, dann müssen wir los. Das heißt, ich ziehe mich jetzt einmal kurz um und streiche die Heizungsrohre, damit wir endlich mal hier wieder alles an Ort und Stelle rutschen können und vielleicht auch mal schon das ein oder andere in die Schränke einräumen können. Ich habe schon gestrichen und Julian bringt jetzt hier noch die Garderobe an. Das Licht mag meine Kamera gar nicht. Da haben wir hier solche Wände, die eigentlich für einen Wohnmobilbau sind, angebracht. Hier auch wieder Wald aus dem Holz, was wir da hatten. Hier oben hat dann die Oma noch ein paar Sachen. Hier unten kommen einfach die Jacken hin. Da unten nochmal Schuhe, hier oben nochmal was für Kisten hinstellen. Das ist unter der Treppe, dann kann man es einfach zumachen. Ist wurscht, wie es da aussieht in der Garderobe, denn meine Kinder und mein Mann schaffen es definitiv nicht, die ordentlich zu halten. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Lass dich gerne umziehen. Das ist die Küche. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Wartet mal, ich mach mal hier zu. Hier ist unsere Kücheninsel eingezeichnet, wie sie reinkommt. Und hier kommt später der Durchgang. Jetzt haben wir so ein bisschen ein Problem. Wir streiten uns quasi gerade um 10 oder 15 cm. Mein Mann meint Maximum Auslastung. Ich sage, für den Durchgang sind 10 cm weniger schöner. Also hier kommt später eine große Küchenwand. Dann die große Kücheninsel hier und dann machen wir hier noch zwei Sitze zum Hinsetzen. Und da ist dann der Durchgang. So, jetzt ist das Struggle real. Wir müssen uns heute entscheiden, weil der Schreiner jetzt langsam anfängt. Hier ist dann das Waschbecken, hier kommt dann noch der Herd hin. Hier machen wir eine Heizungsverkleidung drüber. Ja, mal gucken. Es hängt an diesen 10 cm. Wenn die nicht da sind, dann muss man so zack, zack, zack laufen. Und wenn die weniger sind, dann kann man so smooth hier reinlaufen. Ich glaube, es ist nur eine Kleinigkeit, aber ihr müsst wissen, ich bin super schusslich und stoße mich an alles und jedem. Naja, es sind nur 10 cm. Ich glaube, wir haben hier eine Deckenhöhe von 3,60 Meter. Ich weiß es nicht genau. Und wir hatten auch tatsächlich überlegt, hier unten, ob man das einfach versiegelt und lässt. Das sind ja so
die alten Tapeten, aber hier wurde irgendwann mal Rigips rangemacht. Deswegen sieht es auch gar nicht so schön aus. Deswegen werden wir es wahrscheinlich alles mit Lehm verputzen. Und ich dachte sogar, ob ich diese Lampe erhalte und einfach so ein bisschen besprüße, so ein bisschen moderner mache, coole Lampen rein, ob man die nicht auf jeden Fall mal noch irgendwo wiederverwenden kann. Tapete wollen wir noch ein bisschen aufheben. Ich möchte einmal ein Stück hier dran lassen. Oder ich hatte mir auch überlegt, ob ich hier an der Tür, an diesen Kassetten, ob ich das quasi dann mit der Tapete tapeziere und einfasse und den Rest weiß mache. Die Türen sind auch noch original. Und von der anderen Seite hat mein Mann die skurrile Idee, überall ein großes Wandbild drauf zu malen. Mal schauen, ob wir es auch umsetzen. Vorher haben wir erst noch ein bisschen andere Baustellen. Und hier geht's jetzt ins Gästebad. Hier hat der Schreiner schon ein Glas gemacht. Hier war vorher eine Decke drin. Wir haben das jetzt nach oben hin geöffnet. Und hier soll dann überall Glas reinkommen. Die Türen werden auch gestrichen, aber die bleiben, weil original. Das heißt, nach oben hin ist dann offen. Da kommt auch Lehmputz ran. Wir hatten uns jetzt hier für diese Metrofliesen entschieden. Die sind so mint. Die sehen viel zu grau aus in der Kamera, aber die sind eigentlich mint. Und dann haben wir hier der arme Fliesenleger. Das ist eine Fliese, das ist eine Fliese und das ist eine Fliese. Er musste also eigentlich nur drei Fliesen verlegen, aber die hier reinzubekommen war irgendwie gar nicht so witzig. Hier oben baut der Schreiner dann noch so eine Ablage. Toilette kommt jetzt bald. Hier wird dann vom Schreiner auch noch so ein kleines Schränkchen gebaut. Hier kommt ein großer Spiegel. Ich hatte eigentlich gehofft, bis oben hin. Mein Mann meinte aber, dass man dann von der Seite hier eigentlich den auf der Toilette beobachten könnte. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob das mit den Winkeln stimmt. Mal schauen. Und auf die Seite hier kommt eventuell Tafellack, sodass sich alle Gäste verewigen könnten. Mal schauen. Ist noch nicht ausgereift. Das ist der jetzige Stand. Den Boden haben wir jetzt auch hier. Wir wollten erst so Altbaufliesen haben. Dann hat man entdeckt, als wir den Boden rausgemacht haben, dass hier unten drunter Steinfliesen waren. Hat man überlegt, ob wir das auch wieder machen. Aber wir bleiben jetzt eigentlich bei dieser Betonoptik. Das muss jetzt nur noch mal versiegelt werden, weil wir dann die Wände eher ein bisschen aufregender gestalten wollen. Guten Morgen, es ist Karfreitag. Ich habe mir gestern noch meine neue Nähmaschine ausgesucht. Ich hoffe, dass die bald geliefert wird. Wie lang kann Wartezeit sein? Also gefühlt ewig. Ansonsten werden heute an Karfreitag die Kirchenglocken ausgestellt und die Kinder klappern bei uns im Dorf. Ich habe sie gerade schon in die Kirche reingehen sehen. Bin mal gespannt, es ist immer sehr laut, ab 6 Uhr. Ja, das heißt, wir sind auch ab 6 Uhr wach. Aber ist nicht so schlimm, da konnten wir ein bisschen was machen. Als nächstes steht jetzt hier an, das Schlafzimmer auszuräumen, aufzuräumen, die Sachen vom Kleber, alle die Reste zu machen, wenn was auf dem Boden ist, die Farbe abzukratzen. Und damit werde ich jetzt, glaube ich, den ganzen Vormittag noch beschäftigt sein. Eine meiner Schwägerinnen ist auch da, die muss jetzt aber noch ein bisschen arbeiten, aber vielleicht haben wir da noch eine kostenlose Kraft umsonst. Schön wär's. Genau. Ansonsten haben wir heute noch nach einem Kleiderschrank geguckt, weil wir immer noch unschlüssig sind, ob wir zwei von denen nehmen und dann einen Aufbau drüber machen, so wie ich es in der Zeichnung auch gemacht hatte, oder ob wir uns doch so ein Paxregal holen und dafür aber nicht bis nach oben machen, oder ob wir das Bett da hinstellen oder da oder, oh, keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten und wir haben noch nicht das Richtige für uns gefunden. Ich hoffe, das kommt bald, denn der Umzug steht an. Jetzt wird hier erstmal aufgeräumt.
The next day. Ich habe keine Ahnung, wo wir gestern stehen geblieben sind, aber hier hat sich eine Menge getan. Wir haben die erste Nacht im neuen Schlafzimmer verbracht und sehr gut geschlafen bis um 6. Liegt daran, da das Klappern da begonnen hat und wir Richtung Kirche sind. Das war schön, das heißt, ab 6 Uhr stand ich im Bett. Ich zeige euch, ich mache gleich mal einen Schwenkerer hier rum. Also wir haben uns jetzt vielleicht auch final entschieden, wie wir das mit dem Schlafzimmer machen. Dann haben wir hier das Bett. Das Bett ist ziemlich schmal, denn es ist nur 1,20. Aber mein Mann und ich brauchen irgendwie auch nicht mehr. Also wir behalten das hier wahrscheinlich hier. Der Schreiner kommt jetzt gleich noch. Der baut das Fenster über der Toilette ein. Mein Mann kommt auch. Der Schreiner ist da. Okay, also Schreiner kommt nicht, Schreiner ist da. Ja, gehen wir mal runter. Haben wir dann noch rumgewerkelt an der Vorratskammer, an dem Regal. Was das Gute ist, dass mein Mann auch noch zur später Stunde sägen konnte, ohne dass es irgendjemanden stört. Jetzt der nächste Morgen und eigentlich war geplant, dass ich zur Boom gehe und dort auch die Anke von Cherrypicking Anke treffe zusammen mit Sandra. Ich musste das spontan absagen, denn ich bin an diesem Morgen ganz, ganz, ganz stolze Patin geworden, das zweite Mal, und war total happy vom kleinen Valentin. Meine Schwägerin hat, ich glaube, 9 Wochen zu früh den kleinen Wurm bekommen und glücklicherweise hatten wir schon alle Babysachen, die ich aussortiert hatte in unserem neuen Zuhause, und deswegen konnte ich alles da einmal nach Größen sortieren, alles einmal vorwaschen, und die frisch gebackene und überstolze Oma durfte natürlich auch nicht fehlen, und ich weiß nicht, wie oft wir geflennt haben, während wir diese Klamotten einsortiert haben. Aber ich kann euch sagen, der kleine Valentin ist so ein krasser Kämpfer, dem geht schon richtig gut, der versorgt sich schon selber, also wow. Ich bin überglücklich und richtig stolz, und ja, das war mein kompletter Sonntag. Good morning! Es ist mittlerweile nicht der nächste Tag, sondern ganz, 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 ganz viele Tage später. Hier hat sich aktuell einiges getan. Ich zeige dir später auch was, unter anderem das Bad. Ich lieb's. Wir haben da Lehmputz dran gemacht. Ich zeige dir später gleich dazu mehr. Als erstes widme ich mich jetzt hier nochmal dem Zimmer der Kleinen. Das heißt, die bekommt einen neuen Schreibtisch. Und damit kommen wir zum Partner des heutigen Videos, nämlich FlexiSpot. Und FlexiSpot hat unter anderem höhenverstellbare Schreibtische, was ich vom Gedanken her sehr gut finde. Ich habe dir in meinem IKEA-Video auch gesagt, dass ich unbedingt einen höhenverstellbaren Schreibtisch haben möchte. Dieses Ding ist mir hier zu klobig für die Stelle, weil der Kleiderschrank gleich daneben ist, und deshalb habe ich mir jetzt hier einen bestellt von FlexiSpot. Ich bin sehr gespannt, und um dir dazu mehr sagen zu können, muss der jetzt hier erstmal aufgebaut werden, und das mache ich jetzt. Ich lasse es jetzt machen. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Passt in dem Fall nicht, weil der sitzt nicht nur, der steht, wackelt nicht, aber es ist Luft. Luft nach oben im wahrsten Sinne, denn der lässt sich auch nach oben fahren. Was ziemlich cool ist, weil man kann im
sitzen arbeiten, man kann im Stehen arbeiten. Und ich habe den Q8, meine ich, heißt der. Das heißt, wenn ich mein Handy, das hat induktives Laden, gibt es hier eine kleine Funktion am Schreibtisch und dann lädt das gleich automatisch, ohne dass ich irgendeinen Kabelsalat habe. Super minimalistisch, genau meins. Dann, warum ich mich noch für den entschieden habe, ist, weil er unten noch eine schöne integrierte schmale Schublade hat. Sieht super aus, man kann so ein bisschen Schreibzeug reintun oder Kabel, das Kleingeraffel oder eine Tastatur. Und wenn man das nicht mehr braucht, alles super clean und aufgeräumt. Ich bin richtig zufrieden. Das ist ein richtig schönes Bambusholz, also das macht das Ganze auch ein bisschen warm und gemütlich. Jetzt brauchen wir noch 3. Oder? Sieht kein Mensch, wenn du nix. Ja. Ja. Oh. Oh, er versucht tief zu reden. Ja. Mein Mann hat keine so tiefe Stimme. Außerdem für das schnelle Benutzen gibt es Memory-Tasten. Man kann 4 verschiedene Positionen einspeichern. Das heißt, im Stehen zum Beispiel, im Sitzen, das Ganze, wenn die Schwester da ist oder wenn sogar unser Kleinster daran sitzt und malt. Also ich dachte nicht, dass man den so tief fahren kann. Das heißt, das ist wirklich eine perfekte Höhe auch für unsere Kleinsten. Außerdem gibt es einen USB-A und einen USB-C-Anschluss, wo man direkt das Kabel an den Schreibtisch anstecken kann. Wenn man die passende Höhe gefunden hat, kann man super einfach das Ganze einspeichern, indem man einfach lang auf die Zahl drückt, in der man die Position gespeichert haben möchte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wieder in die Sitzposition fahre, kann ich jetzt super einfach aufstehen und in die zweite Position kommen. So ein geiles Produkt! Themenwechsel! So, wir stehen in unserer zukünftigen Küche. Hier hat sich merklich für euch nicht so viel getan, aber die ganzen Elektroleitungen wurden gelegt. Für den Kühlschrank, für den Dampfgarer, für den Backofen und hier noch für LAN-Kabel und präventiv für LAN-Kabel für den Kühlschrank. Wer weiß, wo uns die Zukunft hinführt. Hier stehen noch die schönen Boxen. Ich habe sie im IKEA schon gezeigt. Die möchte ich unbedingt für meine Stoffreste benutzen, denn die quillen aus allen Ecken und Kanten. Die kann man so schön übereinander stapeln. Und da ich echt viele Stoffreste habe, mache ich 1 für Webware, 1 für Jersey, 1 für spezielle Stoffe und 1 für ganz kleine Fitzelchen, was ich noch als Füllmaterial nehmen kann. Dann haben wir noch den Wasseranschluss bekommen und wir überlegen immer noch, ob wir einen Quokka wollen oder nicht. Wasseranschluss. Hier kommt später die Spüle hin. Hier kommt später der Herd hin. Hinter uns sind quasi Fenster, dass ich da schön auf die Straße schauen kann. Und jetzt wird noch nächste Woche die Elektrik für die Lichter gelegt. Und wir haben erst heute entschieden, dass wir die Decke etwas abhängen werden und Spots machen. Mir tut hier jeder Zentimeter weh, was man nicht glauben mag, weil die Decken 3 Meter... 3,25 Meter sind. Und jeder Zentimeter tut mir weh, wo es abgehängt wird. Aber es ist einfach die beste und hellste Möglichkeit. Ja. Die Umrandung mit der Patina wollen wir ja lassen. Alles andere werden wir verputzen. Das ist hier soweit Stand der Dinge. Dann gehen wir mal weiter. Wir fangen hier oben an, denn da haben wir eine neue Glasscheibe einbauen lassen und wir haben die Decke hin nach oben geöffnet. Da war vorher quasi eine Zwischendecke drin. Und dann sind wir in der Toilette und wir haben jetzt hier den Lehmputz aufbringen lassen. Der trocknet immer noch, das dauert bei Lehm alles ein bisschen länger, aber es ist richtig schön glatt geworden. Der Schreiner war hier auch schon das erste Mal tätig und hat hier einen schönen Abschluss zum Fenster gemacht. Dann die 1,20 x 1,20 Fliesen. Wir haben tatsächlich fürs ganze Bad 3 Fliesen gebraucht. Aber der Fliesenleger hat gemeint, es wäre ihm lieber gewesen, er hätte 100 kleine gelegt als 3 große. Gut, auch bei der Berufswahl, sage ich da. Dann das Licht haben wir von hier oben, denn später sollen hier nach unten solche Hängelampen kommen. Und dann war der Schreiner heute nochmal da, was ja richtig toll ist. Also ich kann euch allen echt nur einen Schreiner ans Werk an die Hand geben. Der kam nochmal mit einer Platte, wie es dann später vielleicht aussehen soll, wie wir die Form haben wollen, wie wir es hier aufmachen sollen, mit so vielen Kleinigkeiten. Und hier werden
selbst hier in so einem Mini-Raum werden ein paar richtig coole Gadgets verbaut sein. Die verrate ich aber noch nicht. Da musst du dann die nächsten Bauvlogs gucken. Wird auf jeden Fall richtig cool. Waschbecken haben wir ja schon hier. Den Wasserhahn haben wir hier aus der Wand. Genau. Das ist Toilette. Flur ist auch einiges passiert. Zeige ich euch aber nicht, weil ich zeige euch eigentlich nicht so wirklich den Flur. Das ist ja ein Gemeinschaftsflur von uns allen und ich zeige euch unsere Räume. Da haben wir aber den Boden jetzt fertig, da kommt noch eine Schicht später drüber und nächste Woche wird hier noch mehr Elektrik angebracht an die Wände. Schöne Lampen. Und die Haustür bei uns, die ist auch in Arbeit. Die wird komplett aufgedoppelt, das heißt, wir erhalten diese Haustür von 1883 und dahinter kommt dann quasi nochmal eine Haustür für sich, die später aber dann eine Tür ist, damit sie ja nicht so kalt ist. Und oben, habe ich heute mit dem Schreiner gesprochen, kommt ein schönes Glas oben drüber, wo ich den Plotter zum Einsatz bringe. So, übrigens, die habe ich genäht. Das Dorf kriegt viele, viele Babys, was richtig cool ist. Und ich versorge sie alle mit Pumphosen. Alle! Falls du ein Video dazu sehen willst, ne? Ich verlinke es dir. Ja, hier hat sich auch nicht so viel getan, außer dass ich einen Teppich gekauft habe. Ich wusste noch nicht wohin, aber ich fand ihn schön, also er liegt jetzt hier. Wir haben uns jetzt wieder mal völlig umentschieden. Zu Variante Nummer 1 des Schlafzimmers. Ne, Julian? Nachdem wir 50 Varianten dazwischen hatten. Und zwar haben wir jetzt einen Kleiderschrank bestellt von Ikea, den üblichen, wie heißt der? Pax. Die üblichen Verdächtigen. Der kommt jetzt auf diese Seite. Ich hatte gehofft, dass wir mit diesen Kleiderschränken klarkommen. Aber die sind einfach stauraumtechnisch nicht ganz so optimal. Ich finde die wunderschön. Ich bin da echt so ein bisschen altbacken. Aber vom Stauraum her schaffen wir es nicht. Deswegen kommt hier ein großer Packschrank. Hier wird noch ein Vorbau sein. Und hier haben wir jetzt mal zwei Kommoden bestellt. Der ursprüngliche Gedanke war, dass wir alles hier mit Kommoden voll machen. Aber ich kann mich halt davon auch nicht trennen. Ich finde die wunderschön. Deswegen möchte ich die, ich habe im Schreiner gesprochen, ich kann die weiß lackieren. Das möchte ich dann tun. Und dann habe ich auf Pinterest eine Technik gesehen, die richtig schön ist. Ich brauche dafür nur Silikonform, Epoxidharz. Ich brauche dafür ein bisschen Epoxidharz, glaube ich. Das wird noch ein riesen DIY werden. Da nehme ich dich auf jeden Fall mit. Und möchte die verschönern in Weiß. Wobei es mir so auch schon gefällt. Aber ich muss irgendwie diese IKEA-Kommoden und diese Kommoden miteinander verbinden. Und dann kommt es halt weiß, oder? Mal schauen. Wir wissen es noch nicht. Wir haben jetzt erstmal zwei bestellt. Falls uns das überhaupt nicht taugt und zu zusammengewürfelt aussieht, kommt hier irgendwo anders hin und wir werden alles mit Kommoden voll machen. Ja, ansonsten brauchen wir noch eine Heizungsverkleidung. Und ich habe heute was richtig Bescheuertes gesehen. Ich zeige es euch. Mein Gedanke war, dass ich eine richtig schöne, ich habe das von Atelier Chrysant gesehen. Geht's? Ja, geht's? Also ich habe heute was bei Atelier Chrysant gesehen. Ganz tolle, selbstgebaute Heizungsverkleidung mit Wiener Geflecht. Gefällt mir richtig gut. Und mein Gedanke war, was sie jetzt irgendwie nicht bedacht hat oder was ich zumindest nicht gesehen habe, dass man den Dreher, den Regler nicht verstellen konnte. Und ich dachte mir, dass man, wenn man das hier so ranbaut, dass man einfach, wie nennt man das? Winkel, Klappe, Dings da? Scharnier, dass man Scharnier hier ran macht, dass man es hochklappen kann und dann den Regler aufdrehen kann. Der Regler ist aber da unten. Das heißt, ich muss mir jetzt noch was Neues einfallen lassen, wie ich hier noch eine schöne Heizungsverkleidung hinkriege, die toll aussieht und dieses Monstrum verdeckt. Es bleibt spannend. Ernsthaft. Hier oben hat sich nicht so viel getan. Außer dass es jetzt den coolen neuen Schreibtisch gibt, habe ich euch ja gerade gezeigt. Ich bin mega Fan, ich werde mir davon auf jeden Fall noch ein paar holen. Dann, übrigens, falls ich vorhin nicht gesagt habe, alle Links findest du unten in der Infobox dazu. Also ich verlinke dir auch den, den ich jetzt habe. Hier haben wir jetzt schon mal einen Schrank aufgebaut. Von denen habe ich noch einen. Da möchte ich einen zweiten vielleicht noch hier hinstellen. Und dann entweder das lassen oder hier noch eine Platte dazwischen machen. Ich weiß es noch nicht, aber es ist zumindest schon mal einziehbar. Wir haben enorm viele Klamotten von unserem Dachboden mitgebracht und hier aussortiert, umsortiert, die ganzen alten Dinge, die man aufhebt. Also es war ein reines Ausmisten dieses Wochenende.
Und hier das Kämmerchen, da hat mein Mann ja schon angefangen, was zu bauen, ist dieses Regal hier entstanden. Das wird für uns später so Schwimmsachen, Handtuch, Bettsachen. Hier müssen auch noch ein paar elektronische Dinge verlegt werden. Das heißt, hier kommt noch Spots rein. Die Luken müssen noch geschlossen werden. Da, wo ihr jetzt quasi seid, kommt noch ein Schuhregal. Und da hinten kommt noch was mit Kleiderbügeln. Also so eine kleine Stange. Den Boden lasse ich, weil es ist mir total egal, was da hier drin ist. Und das muss, glaube ich, noch an die Wand festgemacht werden. Ne? Ist noch nur stabil. Die Unordnung ist hier im Flur immer noch geblieben. Irgendwie kriegen wir es noch nicht gebacken. Ich habe schon mal meine Bücher eingeräumt. Ich liebe Bücher kaufen. Ich habe nie Zeit zum Bücher lesen. Ich höre ja immer Hörbücher, aber ich liebe es, Bücher zu kaufen. Und ich liebe auch die Vorstellung, wie ich Bücher lese. Das ist jetzt so der grobe Stand der Dinge. Wir kommen in ein paar Wochen wieder und dann eine längere Zeit wieder am Stück, wo wir ordentlich was schaffen wollen. Es ist die heiße Phase und tatsächlich, unser Bauantrag ist durch. Alle Förderungen sind durch. Das heißt, wir beginnen jetzt auch bald mit dem Bauen. Draußen gibt es noch den Aushub. Der wurde schon angefangen, aber das ist eigentlich uninteressant. Das ist aufgewühlte Erde, mehr ist es nicht. Das heißt, das geht jetzt rund. Die heiße Phase hat begonnen und in wie vielen Tagen ziehen wir um? Ein paar 70? 71, 72? Ist das nicht mehr viel Zeit? In diesem Sinne.